Das erste Buch, was ich Ihnen heute vorstellen möchte, heißt Mitternacht in Charlbury House. Es ist von einer Britin geschrieben, Helen Peters. Und das muss ich immer nachschlagen, wer es übersetzt hat. Aus dem englischen Englisch von Cornelia Ponsacci bei Thienemann verlegt. Mitternacht in Charlbury House. Also man hat, wenn man gerade auch den Schutzumschlag einmal so aufmacht, dann hat man schon eine Ahnung. Man sieht ein großes, altes englisches Herrenhaus und das ist es auch. Es gehört natürlich dazu, dass es dort spukt. Es ist ein Schauerroman, ein wenig in einer alten Manier geschrieben. Und vor einiger Zeit gab es mal bei DTV, ist das mittlerweile als Taschenbuch, ich glaube auch Nacht in Frost Hollow Hall. Das hat durchaus seine Leserschaft. Also da stehen immer mal wieder meist kleine Mädchen und möchten dieses Buch haben. Und ich kann mir vorstellen, eben, dass dieses hier auch absolut seine Leser hat. Die Geschichte ist erzählt. Damit geht es los, dass die Efi, die ist 13, die sitzt im Zug, fährt aufs Land von der Stadt aus zu ihrer Tante, wo sie 5 Tage verbringen wird. Sie kennt die Tante eigentlich kaum. Die Tante hat sich auch schlecht vorbereitet, muss man sagen. Sie müssen also abends noch das Gästezimmer richten, einen Raum in diesem großen, großen Haus, denn das Haus ist mittlerweile in Wohnungen unterteilt und die Tante hat dort eine Wohnung im 2. Stock. Also, sie machen das Gästezimmer, versuchen es wenigstens ein bisschen kuscheliger zu machen. Und Efi entdeckt in diesen, wenn Sie Herrenhäuser kennen, diese großen Scheiben, die man so hochschieben kann, die sind ja oft unterteilt in kleine Scheiben oder in so wie es hier angedeutet ist, in so wie so kleine Diamanten. Und Efi findet in einer kleinen Fensterscheibe eine kleine Inschrift. Da heißt es, Sophia Fane, hier eingesperrt am 27. April 1814. So, sie fragt ihre Tante danach, die Tante bejaht, sie wüsste was darüber, und zwar war das die Tochter des Hauses, die von ihrem Vater damals gezwungen werden sollte, einen älteren, wirklich fiesen Kerl zu heiraten, des Geldes wegen. Also der Vater brauchte dringend Geld, der Herr war sehr wohlhabend, und Sophia, die unsterblich in den Gärtnersjungen verliebt war und von dem auch schon schwanger war, was der Vater alles nicht wusste, die weigerte sich natürlich. Es kam zum Eklat. Sophia wurde von ihrem Vater in diesem Zimmer eingesperrt, in ihrem Zimmer, und er sagte, du bleibst so lange hier, bis du Vernunft annimmst. Und es gibt 3 Versionen des Ausgangs. Der Vater ist umgekommen, wie auch immer. Die Sophia ist bis zu ihrem Tode in diesem Zimmer geblieben. Und das dritte ist, sie ist plötzlich verschwunden. Und keiner wusste, wie das vonstatten gegangen sein sollte. Ja, das ist natürlich jetzt, das Kind legt sich ins Bett. 12 Uhr hört plötzlich das Geheule im Kamin auf, es ist totenstill und es klopft. Und jetzt denken wir natürlich an die Wuthering Heights, das ist schon klar. Im Fenster steht ein Mädchen, als sie gucken geht, der Geist eines Mädchens, die sie also heranruft und sagt, hilf mir. Und sie dreht sich um, sie ist panisch in Angst, sie rennt aus dem Zimmer, schreitet über die Schwelle und findet sich im Jahr 1814 wieder, kurz vor diesen Ereignissen, die ich gerade erzählt habe. Und sie findet sich vor allen Dingen recht unbequem im Korsett, in kratzigen Klamotten. Sie ist ein Dienstmädchen. Und das sind die beiden Stränge, in denen das Buch nun läuft. Sie haben einmal diese Geschichte, wie Efi natürlich versucht, Sophia zu helfen, zu retten vor diesem schrecklichen Schicksal, von dem sie weiß, dass das auf sie zukommt. Die andere Sache ist die, dass Efi uns erzählt, was es damals hieß, Dienstmädchen zu sein. Also sie muss bis ihre Hände blutig sind, Geschirr schrubben. Sie kriegt gleich am ersten Tag eine Ohrfeige, weil sie sagt, ich mache das morgen. Ja? Sie steht vor Tau und Tag auf, sie arbeitet bis spät in die Nacht. Und wenn sie Polly nicht gefunden hätte, das ist ihre, sagen wir mal, das Co-Hausmädchen, mit dem sie sich unterm Dach ein Stübchen teilt, die nimmt sie so ein bisschen unter die Fittiche und erklärt ihr, wie alles geht. Sie hat ja von nichts eine Ahnung. Dann wäre sie wahrscheinlich sowieso nicht lange in der Anstellung geblieben. Das ist also die Zeitreise. Sie reist mal wieder in unsere Zeit, dann wieder zurück. Das ist großartig verflochten. Es gibt, ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht, es gibt zum Schluss noch so Verlinkungen von Zukunft und Vergangenheit. Es ist ganz toll gemacht. Und wie gesagt, es ist eben nicht nur ein einfacher Schauerroman, das wäre ja schon ganz schön, sondern es hat auch noch diese Zeitreisegeschichte mit dem Touch, dass man wirklich was erfährt darüber, wie es früher so gewesen ist.